Bring dann einfach gleich deine Scheiße mit, okay? Dann können wir direkt vergleichen. Palim, Palim, Rockstars. Zwischen mir und der Autokorrektur herrscht eine gewisse Hassliebe. Auf der einen Seite mag ich sie, weil sie mir schon oft den Popo gerettet hat. Auf der anderen Seite hasse ich sie, weil sie mich schon oft in Situationen gebracht hat, die sehr unangenehm waren. Ihr kennt das bestimmt auch. Die Autokorrektur sorgt dafür, dass ihr bei einer ganz normalen, gesitteten Situation eine Arschbombe in die Peinlichkeit macht. Auch die Autokorrektur hat schon oft für Lacher gesorgt in eurem Leben, auch auf eure Kosten. Böse Autokorrektur, böse Autokorrektur. Ich habe mir dann vorgestellt, wie wäre es denn, wenn das im Real Life so wäre, wenn wir in der Sprache auch eine Autokorrektur hätten. Wie das ausschauen könnte, zeige ich euch jetzt. Hey, ich bin jetzt zu Hause, also wenn du leben willst, dann sag einfach Bescheid, ja? Ja, ich will leben. Ich meinte labern. Ich hab voll Bock auf Bürgerkrieg. Was ist mit dir los? Burger King, ich meinte Burger King. Sehen wir uns heute noch? Klar. Bring dann einfach gleich deine Scheiße mit, okay? Dann können wir direkt vergleichen. Bist du bescheuert? Scheine, ich meinte Scheine. Hey. Ich war gerade mit Mama einkaufen. Klingt ja nach totaler Begeisterung. Ich glaube, sie hat 20 Hoden amputiert. Hosen anprobiert. Hosen. Oh Gott. Du warst gestern Abend mal wieder total reizvoll. Danke. Ich fand mich gestern auch ganz nett. Ich meinte rotzvoll. Autokorrektur ist eindeutig zu nett zu dir. Hey, also das Hotel ist leider jetzt doch schon ausgebucht, aber du kannst sicherlich den Wellness-Bar-Bereich putzen und dann mit uns essen. Was ein großzügiges Angebot. Ich meinte Nutzen. Nutzen. Lässt du mir deine Kacke da? Dann kann ich mich daran einkuscheln, wenn ich dich vermisse und du mal nicht da bist. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was du gesagt hast, ist aber echt eklig. Hey, ich wollte fragen, ob ich zum Töten ein altes Handtuch mitbringen soll. Was willst du denn machen? Naja, das spritzt doch immer so. Okay, jetzt habe ich Angst vor dir. Ich meinte tönen, nicht töten. Ich wollte euer Bad nicht versauen. Wenn ihr noch mehr Autokorrektur-Fails im Real Life wollt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, auch mitwirken, indem ihr Screenshots von allen möglichen Autokorrektur-Fails an die E-Mail-Adresse unten in der Infobox schickt oder in die Kommentare schreibt, wie ihr möchtet. Ich würde mich auf alle Fälle über einen Daumen hoch freuen, wenn es euch gefallen hat. Ganz, ganz, ganz viele Daumen hoch. Hier verlinke ich euch noch zwei Videos. Einmal meinen letzten Senf am Sonntag, da müsst ihr unbedingt reinschauen. Senf am Sonntag ist mein Herz. Und hier noch die 10 Arten von Dschungelcamp mitbewohnen, weil das ist ja gerade das Dschungelcamp am Laufen wieder, ne? Ne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. How many years have passed since I met you last? We look like kids on the latest pick.